feiern. Mitten in der Nacht. Ich will mich hinaufschleichen. Ganz, ganz leise will ich sein, damit mich niemand hört. Keine Maus, keine Laus, keine Spinne. Thank you.
Musik aus seinen Bildern kommen würde. Was kann das denn sein? Können Bilder Musik werden? Nein? Vielleicht doch. Wir werden uns das genau anschauen, okay? Ich glaube nämlich... Oh, da ist eine kleine Maus. Ja, komm. Thank you.
Wir haben ein riesengroßes Schloss gemalt, wie ihr sehen könnt. Und das Schloss, das geht von dort bis dort. Und von dort bis dort. So groß ist es. Und, ui, der Turm ist aber sehr schief geworden, den mache ich mal wieder weg. Wow. Okay. Ein Burgfräulein mit einer sehr, 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 sehr
müssen ja schließlich die Bilder aufhängen. Ja, ohne Bilder gibt's keine Ausstellung, oder? Okay, also, ich brauche jetzt eure Hilfe, ja? Sollte ein
Thank you.
Ja. St. Petersburg, das ist eine Stadt ganz, 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 ganz weit im Norden. Die ist voll mit Wasser. Thank you.
Besen sind ja schließlich zum Fegen. Baba Yaga fliegt ganz bequem sitzend in ihrem Mörser. Ja, das zwickt auch nicht zwischen den Beinen. Und weil Mörser aber sonst immer nur im Kreis drehen, braucht sie ein Lenkrad. Und deswegen benutzt sie den dazugehörigen Schlüssel. Und dann kann sie hinfliegen, wo immer sie will. Aber eigentlich verlässt Baba Yaga die Hütte auf Hühnerfüßen gar nicht so gern. Denn sie kann ja mit der Hütte hingehen, wo immer sie will. Und an ihrem Fenster fliegt die ganze Welt vorbei. Ja, Bilder können wirklich Musik werden. Yeah.